Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Part des Indie Sundays mit Download Content Quest oder kurz DLC Quest mit mir, dem lieben Fudel, der sonnigsten Chora aller Zeiten, der lieben Letty zu Chocklington und zum ersten Mal im Indie Sunday, weil ich einfach keine Freunde habe, der großartige Alpha. Ja, danke schön, ich habe auch keine Freunde, deswegen bin ich auch gern dabei. Ich meine, Indie Sunday bei Fudel, gerne. Genau, schon im fünften Part, wir spielen... Ja, was mit Download-Quests? Also ich übrigens kenne das nicht, jetzt bin ich aber ganz schön neugierig. Ja, das ist die Prinzessin, das bist du. Das macht Sinn. Ja, wupp. Bösewicht. So. Und er klaut sie. Gut, ist ganz neu, dieses System, kenne ich nicht. Okay, und das ist die Motivation. Also so. Meine Motivation wäre jetzt, eine neue Freundin zu suchen. Genau, herzlich willkommen zu DLC Quest. Du wirst festgestellt haben, dass es manche Features noch nicht gibt, wie Animation, Sound und nach links bewegen. Ein kleiner Download-Content kann da helfen. Also wir können nicht nach links gehen, wir können nur nach rechts gehen. Gut, ich muss jetzt an einen Let's Player denken, der mir mal erzählt hat, bei einem Let's Play, den er begonnen hat, wir können mit dem Steuerkreuz nach links und nach rechts. Eigentlich ja. War es mir bis dahin immer sicher, das kannst du in jedem Spiel, jetzt sehe ich das mal anders. Genau. So, der hat die Prinzessin geklaut, wir müssen sie retten. MacGuffin. Ja. Und er hat deinen Onkel umgebracht. Du musst ihn rächen. Aha. Und er hat auch in dem Dorfbrunnen gepipiert. Ah, ja. Das scheint ein bisschen weniger wichtig jetzt zu sein. Komm, kaufen ein paar DLCs und es geht los. Mhm. Wir nehmen jetzt das Movement Pack. Mhm. Kaufen wir. Wir hatten ja 4 Münzen gerade eingesammelt. Mhm. Aber also wir können jetzt auch, glaube ich, mit Z springen. Genau, ach, ich habe es letztes Mal mit Controller gespielt. Jetzt habe ich gerade hier die Tastatur. Wir haben aber noch keinen Sound und irgendwie auch keine Animation. Ach, deswegen heißt es auch wahrscheinlich DLC, weil du musst es Stück für Stück kaufen. Genau. Ja. Und hopp. Super. Dann reden wir mal mit ihm. Mhm. Du brauchst ein Schwert, um Büsche niederzustrecken. Ja. Das Schicksal von der Welt liegt auf mir drauf. Du brauchst... Achso, wenn man es schärfen will, 10.000 Drehungen hier dran sollten es tun. Oha. Achso, es gibt den Time is Money Pack. Sorry, Moment, wir gehen's. Created by... Ja, super. This isn't breaking... Ja, danke. So, dann holen wir uns mal das Time is Money Pack hinten. Hui, wir können springen. Ah, lustig, jetzt das DLC zu nennen, dass du für alles ein DLC brauchst, ist schon geil. Ja, wir brauchen mehr DLC. Achso, Time is Money. Dann hätten wir jetzt gerne Ton. Danke. So. Skype überträgt ja leider keinen Ton, deshalb hörst du wahrscheinlich nichts. Macht nichts. Aber es ist natürlich das Wichtigste. So, wir kommen an dem Busch nicht vorbei. Hui. Weil kein Schwert. Genau, das ist nicht scharf genug. Aha. Da haben wir jetzt Armor for the Horse Pack. Ein bisschen kam mir das jetzt so bekannt vor, weil du hast gerade erzählt, dass der Onkel verstorben ist oder ermordet wurde. Ja. Und die Prinzessin ja, wie gesehen, entführt wurde. Das änderte mich gerade so ein bisschen an Link to the Past. Da ist die Prinzessin auch weg. Aber der Onkel stirbt nicht. Nicht? Nein, der kommt am Ende im Abspann wieder. Oh ja, ich hab's ja leider nicht bis Ende gezockt. Deswegen, ich kannte jetzt nur den Anfang, wo er da lag und angeblich halt tot sein sollte. Nee, der kommt am... So, jetzt haben wir das gekauft. Nee, der kommt am Ende wieder. Achso. So, wir haben noch immer keine Animation. So, kriegen wir es jetzt schneller hin? Oh. So, und schon ist es scharf. Ach, geil. Achso, wir haben ja noch keine Animation. So. Hier ist es auch gespickt von Geheimgängen. Wir brauchen nochmal 5 Münzen. Was willst du denn? Aha.
Er hofft, dass niemand seine Schafe angreift und dass sie immer freundlich herum. Aha. So, ich er hat noch nicht drin nachgedacht. Shepherd, okay. So, das brauchen wir. Hep. 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 Bloß keine Werbung. Hep. Die Credits. Ja. So, gib mir mehr DLC. Ja. Jetzt hätte ich gerne Animationen. So, jetzt haben wir auch Animationen. Hui. Nicht schlecht. Aber wir sind noch immer nicht weiter. Denn uns fehlt noch etwas Wichtiges. Irgendwas mit Pause-Menü statt. Genau. Für 5 Coins. Wildes Pokémon? Puh, wer bist du? Dun, dun, dun. Was war das? Okay, wenn... Immer wenn ich erscheine, tut das jemand, hör. Kannst du mich vorbeilassen? Niemals! Du trickst mich niemals aus. So. Ah, okay. So, da kommen wir jetzt nicht weiter. Puh, da ist er wieder. Da brauchst du auch wieder wahrscheinlich ein DLC dafür. Ja. Aber wir haben gerade nur eine Münze, jetzt müssen wir wieder Geld sammeln. Halt wie im echten Leben auf Steam. Für alles gibt's ein DLC. Nur das nötige Kleingeld fehlt. Ja. Und hier gibt's jetzt keinen Steam Autumn Sale, oder wir müssen ja jetzt bald im Christmas Sale sein. Stimmt, hier, Weihnachten steht ja vor der Tür. Kommt ja immer so urplötzlich. Ja, wie bei der Bahn Schnee im Winter. So. Ich habe auch gesehen, du brauchst ein DLC bestimmt für das Pferd. Ja, das gibt's auch noch. Das ist so. Geil. Ah, da brauchen wir 50 für. Dafür holen wir uns jetzt erstmal das Pausenmenü. Ja, da ist das. Und Achievements. Gibt's auch noch. Aber wir können das hier erstmal zerhacken. Hui. Wird dein Schwert zufälligerweise auch irgendwann wieder stumpf? Nein. Gut. Okay, das musst du also nur einmal schleifen. So, das Schaf ist hinüber. Hatte aber jetzt keinen Sinn wegen Coins, ne? Nö, nö. Nur um den Schafhirten da zu ärgern. Hui. Hui. Und noch mehr Coins. Ist ja, ja. Fast wie im wahren Leben. Hauptsache nur Kohle. Ach, guck mal, welche jetzt nicht draufgekommen. Konntest du sehen? Die Wand ist etwas anders hier. Ach, die hat ja... Ja, diese... Sehe ich auch nicht immer, aber... So wie so eine Art... du siehst da keinen Weg im Prinzip. Nee. Pfui. Einfach nur braun. So. Tup, tup, tup. Ich glaube, das gab es auch bei irgendeinem Mario-Titel. Das konntest du auch dann so erkennen. Ja, ab den New Super Mario Bros. Titel gibt es das. Zu dem wollen wir noch nicht. Pfup. Hui. Da kommen wir ja noch nicht hoch. Wir brauchen mehr DLCs. Und mehr Kohle. Ja. So, was hast du hier am Start? Natürlich. Ah ja. Der Double Jump ist noch ein bisschen zu teuer. Nehmen wir das hier. Fürs Pferd. Ach so. Ach. Das ist das, was wir schon gekauft haben. Wollte ich gerade sagen. Genau. Das kommt mir schon bekannt vor. Hm. Ah ja. So. So, jetzt werden wir ihn fertig machen mit unserer psychologischen Kriegsführung. Hui. Ja, schon zu weit, oder? Ja, ich guck nur, ob ich hier oben was vergessen habe. Da kommen wir noch nicht hin. Oder da waren wir schon? Nee, runter. So, das war hier. So, jetzt kommt der. Bam. Das hält mich echt immer so, so ein bei Pokémon, wenn man das wildes Lust. Puh. Dum dum da, kennen wir schon. Wait. Ist das das limitierte Edition psychologische Kriegsführung Pack? Ja. Nur als Pre-Order exklusiver DLC. Jupp. Kann ich's haben? Wenn du mich allein lässt? Deal. Auch nicht schlecht. Jetzt können wir mehr Geld sammeln. Für noch mehr. Da kommen wir nicht lang. In den Dungeon.
Beklopptes. Naja, da ging's ja unten auch mal lang. Beklopptes Spiel. Hui. Merk schon, so ein bisschen ernst nimmt sich das wirklich nicht. Nee. Es ist nicht so ernst wie Dead Rising, aber. Weißt du, über Moment, Dead Rising 3 könnt ihr beim großartigen Alpha auf dem Kanal gucken. Ja, wie ich ein Herz für Zombies habe. Ja. Wenn ich. Ach, Secret, Secret. Ja, ja, da. Hui. Ja, hier gab es ja ordentlich Münzen. So, ich möchte aber dieses zusätzliche, den zusätzlichen DLC. Ja, darf ich wohl noch nicht. Was, das ist ein... Ja, but I can't reach it. Genau, denn er kann nicht... Warum nicht? Braucht einen Doppelsprung. Ach, das brauchst du wirklich, weil das sieht jetzt nicht so aus, als müsstest du einen haben. Nee, nee, aber du kommst dann irgendwo nicht mehr weiter. Ich bin ein... Ich bin so ein Füller in PC. Ich habe nichts Besonderes zu tun. Du verarschst mich. Ich weiß noch nicht mal, wie ich hier runterkomme. Das ist so geil. So kam ich mir mal bei Minecraft vor auf der Xbox. Starte ich einfach, also geiler Spawnpunkt, starte ich, fall direkt in ein Loch und weiß nicht, wie ich rauskomme. Ja, ich habe auch Minecraft für die Xbox. Diese 10 Euro bereue ich. Bin und werde nie ein Minecraft-Fan sein. So. Ja, ich auch nicht. Nee, nee, nee. Hep, hep, hep. Oh, na, da brauchen wir Doppelsprung, ja. Ich vergesse auch nach 2 Sekunden wieder alles, was passiert ist. Hep, ja. Ach, wie, hast du ADS oder was? Ja. Wie war der schöne Spruch? Was, ich habe doch kein Aufmerksamkeitsdefizit. Oh, guck mal, ein Eichhörnchen. Hui. Hui, hui. Hui, hui. Sehr aufgewecktes Kerlchen. Hui. Die großen blauen Augen. Upp. Ja, gib mir mehr Download-Content. Aber da ist der einzige Typ, der da steht, der jemand verkauft, ne? Ja. So. Der verkauft nachher auch nochmal in einem Bosskampf DLCs. Auch nicht schlecht. Mitten im Bosskampf erstmal DLCs. So, jetzt haben wir den Doppelsprung, da waren wir jetzt schon mehrfach oben. Jetzt können wir nochmal in die Höhle. Hui, Doppelsprung. Ich glaube, er kann auch noch den Walljump lernen. Hep. So, jetzt kommen wir auch hier hoch. Ah, das Pet Pack. Für Haustiere. Hep, hep. Natürlich wichtig. Ja. Hep, hep, hep. Ja, ich brauche jetzt schon für das Pferd, die Rüstung, weil ich das Pferd ja auch schon habe. Ah, der Hut. Wichtig. Ja. So. Hep. So, 47. Also es ist eigentlich nichts Besonderes. Es ist ein Jump'n'Run mit ein bisschen Klopp-Effekten. Und sich halt nicht ernst nimmt. Ja. Hep, hep. Hui, hep. Schön, 64 Coins, das ist schon mal nicht schlecht. Ja. Und dann geht's noch weiter, 67. Wupp. Da hoch kommen wir auch noch, was willst du? Hey, Held, hier rüber. Was? Mein Name ist nicht Hero. Gott sei Dank kamst du hierhin, Held. Ich brauche Hilfe. Wölfe haben meine Kinder vom Village geklaut, vom Dorf geklaut. Außerdem habe ich mein Buch mit Zaubersprüchen verloren. Wölfe? Bäh? Und ich kann meine Angelroute nicht finden. Enchanted Fishing Rod? Was redest du? No, nein, es ist nur eine normale Angelroute. Was sie ist eine Glücksbringende. Glücksbringer. Du musst Kinder retten, Buch zurückbringen und die Angelroute finden. Weißt du was? Nein, 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 nein. Ich kenne dich noch nicht mal, löst deine Probleme selber. Ich bin beschäftigt. So kann man auch einen abschmieren. Ja. Ach so, hier mal ein Held, der sich mal nicht um die Probleme anderer kümmert. Ja. So, das ja dieses Schaf. Dann gucken wir nochmal in der Höhle. Hep, hep, hep. Ah ja. So. Hep, hep. So. 70. Aha, hier waren wir dann auch schon ausgiebig. Dann wollen wir mal gucken, was es weiter rechts gibt. Und zum Glück läuft er nicht so langsam. Kennst du Half Minute Hero?
Vom Titel her jetzt nur gehört, aber jetzt vom Spiel jetzt an sich, also sprich vom Content überhaupt nicht. Du hast 30 Sekunden Zeit, um Level zu schaffen. Auch nicht schlecht. Ah, hier geht's weiter. Und du kannst aber das immer zurücksetzen lassen. Das ist aber ganz nett. Das habe ich tatsächlich für die Xbox. Oh. Hep. Hat damals einen Zehner gekostet. Ja, habe ich mir schon gedacht. Aha. Feedback. Ja. More download content, please. Ach ja, Münzen, Münzen, Münzen. Münzen, Münzen. Und Doppelsprünge. Hep. Hep. Und hep. So. Oh, da ist das noch mehr. Okay. Ich finde, Doppelsprung ist so eine tolle Erfindung im Videospielgeschäft gewesen. Ja. Ja, jetzt nur die Frage natürlich, wann kam der erste Doppelsprung? Das weiß ich auch nicht. Und ich weiß nicht, warum man nicht das nicht im echten Leben kann. Ja, wie bei, wie heißt das? Ach, Goblins and... Ghouls and Goblins? Goblins, genau. Also ich glaube, da habe ich zum ersten Mal diesen Doppelsprung, glaube ich, mitgekriegt. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, wo es sonst vorkam. Ja, kann durchaus hinkommen. Ich finde... ja, wir haben es geschafft. Ich find, vor allem die Super Nintendo Version ist ja richtig klasse. Ja. Wollte ich damals haben, bin ich aber, glaube ich, froh, dass ich es doch nicht hatte. Weil es scheiße schwer ist? Ja. Ich bin nicht so der Typ, der schwere Spiele mag. Ich ja auch nicht. Ich weiß nicht, ich habe es aber damals so gesuchtet, dass ich schon recht weit kam. Und ich weiß, ich kann mich jetzt nicht mehr so ganz an dem Spiel erinnern, aber ich weiß noch, ich glaube, es gab drei verschiedene Rüstungen. Einmal die standardgraue Rüstung. Ja, eine goldene gab es auch. Ja, so goldgelb und halt eine grüne, glaube ich. So. Ich glaube, die hatten aber auch alle verschiedene Fähigkeiten. Ja, ich hab im Club Nintendo Magazin darüber gelesen. Ah, nein! Ach, da kommen wir von hier hin. Okay. Ich glaube, jede Rüstung hat so eine verschiedene Skill-Fähigkeit dann für die Waffe. Okay. Irgendwie, wenn du dann, glaube ich, ein Schwert, also Schwert, sag ich schon, ein Messer hattest, du hast eine, sagen wir mal, die grüne Rüstung, hat sich, glaube ich, dieses Messer verändert und hat dann so Feuerfähigkeiten, glaube ich, irgendwie war das so. Okay. Wupp. Ja gut, das kann durchaus sein. Ach, Super Nintendo, das war ja schon eine geile Erfindung. Voll das meiste Spiel, wer hat's ja nicht so gesucht, das Super Mario World, also ich meine. Ja, das war... Habe ich ja jetzt für ein Advance besorgt, also bin ich stolz drauf. Vor allem die überarbeitete Version. Ja, das ist wirklich gut. Das war richtig cool. Yoshi's Island fand ich nachher ein bisschen zu lasch. Habe ich Yoshi's Island? Glaube ich, habe ich nicht gezockt. War das mit Baby Mario, ne? Wenn ich jetzt nicht... Ja. Ich kenne nur auf der N64 noch Yoshi's Story, glaube ich, war das. Ja, genau. So. Jetzt brauchen wir ein Forest DLC und dieser wichtige Charakter hat noch nichts zu sagen. Gucken wir mal, was uns der Shopkeeper verkauft. Hui. DLCs. Ja. Da. Ja, gib mir mehr DLCs. Map Pack. Und das Pet Pack. Und den Hut. Warum auch immer. Ja, was muss ich denn drücken überhaupt? Ach, egal. You'll buy anything at this point. There are no refunds for this item. Okay. Wir haben jetzt einfach nur die Sachen... Nein, Entschuldigung. So. So, wir haben die Sachen jetzt einfach gekauft. Es könnte sein, dass wir in Geldnot kommen, aber das ist doch völlig egal. Hep. Macht nix. Hauptsache, du hast einen schönen Hut. Genau. Da ist der Shopkeeper auch schon wieder. Ist ja wie in Dead Rising. Alle Klamotten nehme ich mit, egal wie grotesk die aussehen. Ja, so sieht's aus. Erstmal oben lang. Und Geld sammeln und runterfallen. Hast du auch Gogo-Stiefel, ne? Vielleicht gibt's sich als DLC. Ein Pfeil aus Münzen. Hep. Das sind immer die besten, das sind immer die meisten Münzen. Ja. Also sieht auf jeden Fall so aus. Was? Bad Guy? Achso, voraus. Aber es sind noch so rote Münzen wie Mario. Ja. Ah.
Zombie-Pack. Warum auch immer brauche ich. Ich glaube, damit mehr Gegner kommen. Es hält sich ja mit Gegnern sehr in Grenzen hier. Oh, ja. Oh. Genau. Komm mal vor wie bei Mario jetzt wirklich. Es hat auch ungefähr den Klang wie bei Mario. Ich hab's gleich gerade gehört. Also, ich habe zwar keinen Sound, aber das konnte ich hören. Ja, das hörst du wahrscheinlich durch meine Boxen durch. Durch meine Kopfhörer. Super auf meinem Headset immer. So, Hep. Ich möchte das die Pferderüstung kaufen und da ist es nicht mehr lange bis dahin. Oh, man hört's. Also hört sich schon wirklich fast an. Dann holen wir uns die Pferderüstung. Es sei denn, du hast andere Sachen. Ja, ich kaufe meine DLCs hier. Aha. Ich habe seinen lang verlorenen Bruder gefunden. Das ist niedlich. So. Aha, Fitbad, Marke. Das passt zwar nicht richtig, aber wir brauchen mehr Zombies. Hat einfach das Marketing bestimmt. Das könnt ihr auch gerne auf dem Zombie und Brüste Channel von Tijul LP nachgucken. Was anderes läuft da nicht. Zombies mit Brüsten, also das wird schon auf jeden Fall Dead Island sein. Nee, das wäre Lollipop Chainsaw. Das ist auch gut. Dead Island hat er nicht, da läuft im Moment GTA. Macht nix. Die sind fast wie Zombies, aber auch Brüste. So. Haben wir hier auch. So. Jetzt haben wir alles gekauft. Ach, ich habe keine Health Bar. Du hast also ein DLC geholt, wo du jetzt einen Gegner hast. Ja, gut, ne? Und die scheine ich noch nicht mal besiegen zu können. Ja, das sind ja auch Zombies. Ja. Also. Aber andersherum tun die mir auch nichts. Das sind, ja, ich habe immer gesagt, Zombies, wie bei Dead Rising. Mir hat man schon mal vorgeworfen, du schlachtest ja die Zombies ab. Nein, tue ich nicht. Die Zombies werden auch nur missverstanden. Ja, da hat, das könnt ihr auch beim guten LeFloid sehen. Er hat von einer Studie erzählt, wenn man Zombies in die normale Gesellschaft integrieren würde, wie dann die Leute gucken. Gesehen. Fand ich super. Irgendwie als Bauarbeiter oder so. Ja. Das ist doch lustig. Aber Zombies gibt es tatsächlich, für alle, die das interessiert, wieder mein Klugscheißer-Wissen, auf Tahiti, der Voodoo-Glaube. Genau. Die Leute sind einfach nur scheintot. Mhm. Und also die Gehirnfunktionen sind bis aufs Minimum runtergefahren. Also, das ist auch nicht legal. Ne? Genau. Aber da können die halt nicht mehr drauf aufwachen, weil das Gehirn nicht mehr funktioniert. Ja, also dieses Zombie kommt ja eigentlich aus dem sag mal jetzt schnell, also eher aus der Filmindustrie. Ja. Soweit ich das jetzt mit erfahren habe, durften tun, kommt es wirklich nur aus der Filmindustrie und ja, daher glauben wir, Zombies sind gleich untot. Ja, aber das sind lebende Menschen, die fast tot sind. So, wir gehen noch ein bisschen und dann mag es auch hier zum Zeigen gereicht haben. Hep, hep. Ha, ha, ha. Ich habe das noch nicht mal bemerkt. Ich brauche eine stärkere Waffe. Problem. So, aber diese stärkere Waffe könnt ihr selber raussuchen. Oder, wenn ihr mehr sehen wollt von Download Quest, dann schreibt es mir in die Kommentare, wie immer. Ich bin ja auch für Fanwünsche offen. An meiner Seite war der großartige Alpha und meine Tierchen, wie immer. Und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Nächste Woche Sonntag am Indie Game Sunday. Also, haut rein. Tschö.